Also der Chevy Bolt ist ja das Schwestermodell zum Opel Ampera e in Deutschland. Und im Gegensatz zum Ampera e, wo gerade mal ungefähr 120 Fahrzeuge in Deutschland verkauft sind, verkauft Chevrolet von dem knapp 5000 in den USA. Will sagen, hier kriegt man das Auto relativ einfach. Deswegen habe ich mir hier einen Bolt ausgeliehen, um dem mal ja, ordentlich Kilometer drauf zu packen. Und dann mal zu schauen, was das Auto so kann, wie komfortabel er ist, wie schön man mit ihm reisen kann. Tatsächlich innerhalb einer Stunde hat er mir 80% aufgeladen und jetzt zeigt er gerade an, die restlichen 20% dauern noch mal eine Stunde. Also es scheint so zu sein, je voller die Batterie, umso länger dauert der Ladevorgang. Aber generell ging das super schnell angeschlossen, Karte dran gehalten an das Lesegerät und schon ging die Ladeprozedur los. Also das war total unkompliziert. Wir haben es ja hier auch mit einem hochtechnologisierten Auto zu tun, mit dem Chevy Bolt. Und da ist Chevrolet auch relativ weit vorne mit dem OnStar-System, was wir hier drinnen haben. Und was ich super finde und für einen kleinen bzw. Kompaktwagen wirklich ungewöhnlich, wir haben hier ein Display, was so groß ist wie ein Tablet und es lässt sich relativ leicht bedienen. Also ich tippe hier fast gar nichts rum. Wenn ich irgendwelche Infos brauche, gehe ich über OnStar, dann werde ich verbunden mit einem Mitarbeiter und sage dem, wo ich hinfahren will, nur als Beispiel. Und der sagt mir dann, wo meine Route ist und speichert die mir ins Navigationssystem ein. Wenn ich Hunger habe und einen Burger essen will, frage ich den Mitarbeiter, wo geht es zum nächsten Burgerrestaurant. Und das eben alles in Realtime und die Infos werden sofort ins System des Autos gespeichert. Das ist wirklich ein sehr, sehr toller Service und dafür hat Chevrolet auch tatsächlich schon einige innovative Preise gewonnen. Wir versuchen jetzt mal hier mitten in der Wüste im Joshua Tree National Park diesen wunderbaren OnStar Service zu nutzen von Chevrolet, den auch Opel im Programm hat. Deswegen drücke ich hier mal auf diesen Knopf am Dachhimmel. Connecting to OnStar. Und dann schauen wir mal, ob jemand mit uns sprechen will und uns ein Burger-Restaurant empfehlen kann. Aha, Freiton. Schon mal gut. Hi, my name is Boris. We are in Joshua Tree National Park, California, and wondering if you have a recommendation for a nice burger restaurant in 29 Palms. Maybe you can play it in the navigation system. What's the name of the restaurant, sir? I don't have any name. If you have a recommendation of a burger restaurant or a steak restaurant, whatever, I have no name. The city is 29 Palms. I can put in nearest burger places near you. That's great. Thank you very much. You're welcome. Yeah, the only thing that's coming up is like a Burger King. I'm not sure the exact name of a place in that city. Burger King is fine. Perfect. Okay. All right, I can download Burger King. Excellent. And thank you for using OnStar. You have a great day, sir. You too. Bye-bye. Thank you. You're welcome. So, können wir auflegen? Directions are now being vehicle. Okay, also sie speist jetzt die Route ins Navigationssystem ein und jetzt kann es losgehen. Noch würde ich tatsächlich davon abraten, man muss hier nur in die Garagen oder Einfahrten der Amerikaner schauen. Da stehen schon relativ viele Hybride und Elektroautos, aber daneben steht immer ein großes Familienauto mit Verbrenner. Aber wenn man es irgendwann schafft,
zumindest bei jeder zweiten Tankstelle, und hier gibt es wahnsinnig viele Tankstellen, einen Charger, also eine Aufladestation hinzubauen, dann wird das wirklich ein Thema, weil den Luxus will ich dann schon haben. Wenn das hier die Zukunft sein sollte, dann muss auch wirklich an jeder Stelle, wo ich normal Diesel oder Benzin reinlassen kann, muss ich auch Strom reinlassen können. Und wenn das irgendwann gegeben ist, dann uneingeschränkte Empfehlung für Elektroautos, auch für längere Reisen.